So. Nein, ich muss genau. Zwischenspiel. Genau. Der einzige Ort. Ja. Kopfgeld, Geheimnisse der Büchse. Schlechter von Erk. Okay, ach, wir müssen wahrscheinlich nach oben. Bitte geht weiter. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. So. Na? Bitte geht weiter. Ich würde gerne Lebensenergie wiederherstellen. Gift. Ah ja. Festige Entropie, Giftschaden. Ah, ich kann aber. Ah, okay. Ja, natürlich möchte ich Alchemie verlassen. So. Und ab nach oben mit uns. Man erwartet viel von euch. Ja, das weiß ich, dass man viel von mir erwartet. Schließlich dreht sich das ganze Spiel ja nur um mich. Hoffe ich zumindest. Das ist so. Schreitet wohl, hallo. Was auch immer Sie hier wollen, wenn wir Spione schicken und sie enttarnt werden, wird Nerin das als Provokation verstehen. Die Armen. Da invadieren sie einfach nur ein fremdes Land und werden dafür dann auch noch ausspioniert. Spart euch den Sarkasmus. Wir wissen beide, was ich meine. Du kennst meine Meinung, Thealor. Ich werde darüber nachdenken. Ihr kommt gerade richtig. Kommandantin, erklärt der Prophetin die Lage. Natürlich, Großmeister. Gestern haben wir von einem unserer Außenposten Wort aus Dünenheim erhalten. Einer der Fischer dort hat Kriegsschiffe auf einer Insel ein paar Meilen vor der Küste anlegen sehen. Und sie tragen die neremesische Flagge. Wir haben bereits ein Spähschiff geschickt, um es zu bestätigen, und es ist wahr. Die Nerimesen haben endraläisches Land invadiert. Wir haben eine Vermutung. Ich nehme an, ihr wisst, dass der Bürgerkrieg auf Nerim seit 2 Monaten vorüber ist. Und wer ihn für sich entschieden hat. Das geeinte Nord- und Mittelreich unter der Führung von Taranor Koarek. Die Südreich-Rebellen und der Schöpfertempel sind endgültig vernichtet. Jetzt ist Nerim vereint unter der Flagge der freien Völker Nerims, wie sie sich nennen. Und genau das könnte der Grund für die Schiffe sein. Wegen Koarek. Er half Narazzul Arantial kurz vor der Tötung der Lichtgeborenen durch den Schattengott. Und während er davor ein Opportunist war, der seine Ideale wie Unterwäsche wechselte, hat ihn sein Feldzug mit Narazzul wohl dauerhaft missioniert. Er ist zum erklärten Feind der Religion geworden. Er begreift den Tod der Götter als ersten Schritt von vielen. Und er sieht es nun als seine Aufgabe an, all das, was auf Wien von den Göttern noch übrig ist, zu vernichten. Die Welt von der Geißel der Religion befreien. Das sind seine Worte. Wobei erwähnenswert ist, dass sein Verständnis von Befreien, Massenexekution und das Niederbrennen von Tempeln umfasst. In anderen Worten, er ist ein Fanatiker. Und was noch schlimmer ist, seine Soldaten vergöttern ihn dafür. Was er will, ist eine neue Welt begründen. Und die freien Völker von Nerim, wie er sie so schön nennt, sind für ihn sozusagen die Speerspitze davon. Okay.
Naja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es Narazuls Vision war, den Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung wiederzugeben und nicht zu versuchen, jede Form von Spiritualität und Aberglauben auszumerzen. Es ist einfach nur blöd zu glauben, eine Denkensart lässt sich mit genügend Gewalt aus den Köpfen prügeln. Damit erreicht man, wenn überhaupt, das Gegenteil. Wobei eine Welt ohne Religion eine bessere wäre. Das steht außer Frage. Unsinn, die Menschen brauchen eine höhere Kraft, die ihnen den Weg weist. Ihr seht doch, welches Chaos der Tod der Götter ausgelöst hat. Und ohne das Zutun eures Ordens und Thealors Sohn wäre Korak jetzt nicht dort, wo er ist. Natürlich. Wo waren wir? Eigentlich nicht viel. Das heißt doch, er ist selbst verliebt. Ich war überrascht, dass die neuen Flaggen seiner freien Völker kein Bildnis seiner selbst und die Aufschrift Huldigt mir eingestickt haben. Okay. Richtig. Dabei versteht er nicht, dass wir es tun, um eine Krise zu vermeiden. Nicht bevor die Hohen aufgehalten sind. Der Bürgerkrieg auf Kileh und Araseal zeigt, welches Chaos eine solche Offenbarung zur Folge hat. Und dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Was ist, Das ist das Problem. Pegast? Wir glauben, dass Korak von dem Zyklus weiß. Und dass er ihn für, wie soll ich sagen, wünschenswert hält. Tja, ich weiß, wie abstrus das erstmal klingt. Aber es macht Sinn. Für ihn ist Enderal als Heimat des Ordens der Inbegriff von Ignoranz und Rückwärtsgewandtheit. Und vielleicht weiß er sogar, dass wir gegen den Zyklus ankämpfen. Und alles, wofür ein Verfechter der alten Ordnung kämpft, ist schlecht. Vielleicht sieht er ja die Hohen sogar als Boten seiner neuen Ära. Fanatiker sind unberechenbar. Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. Okay. Ja. Erzählt mir mehr. Was ist denn jetzt los? Speichern. Ja. Sollte ich? Ich kenne euch nicht. Anders als Sakharesh. Ihr seid begabt, ja, und vielleicht ist ja an diesem ganzen Gequatsche von Boten und Propheten was dran. Aber unsere Kultur, der Orden, euch wird das auf immer fremd bleiben, egal welches Wappen ihr auf eurer Rüstung tragt. Okay. Hallo? Erzählt mir mal, wie es weitergeht. Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. Ja, okay. Ja, wisst ihr, was eine Silberplatte ist? Klärt mich auf. Sie sind Relikte aus Arctvent. Was sie besonders macht, ist ihre Fähigkeit, Klänge zu übertragen. Jede Platte hat ein Gegenstück, und wenn ein Mensch neben der einen etwas sagt, hört der neben der anderen es auch. Unser Plan ist es, zwei der Platten in ihrem Lager zu platzieren. So können wir sie ohne Risiko aushorchen. Dass ich dieses Verstecken übernehme? Ihr, Funkenschlag und der Söldner. Allerdings könnt ihr nicht den Wasserweg zur Insel nehmen, das wäre zu auffällig. Wir haben herausgefunden, dass die Pyräer eine Art unterirdisches Transportsystem hatten. Unterbahnen, so nannten sie es. Diese Bahnen verbanden alle wichtigen Bereiche des Pyräischen Reiches miteinander und damit vermutlich auch den Tempel auf der Insel, wo Koreks Schiffe angelegt haben. Wenn wir also eine solche Bahn finden, könnten wir damit direkt in sein Lager fahren, ohne dass er irgendetwas merkt. Und wie es der Zufall will, haben wir Informationen, dass es einen pyräischen Tempel im Kristallwald gibt, der noch so weit intakt ist, dass die Chancen gut stehen, dort eine Unterbahn zu finden. Der lebende Tempel?
So nennt ihr ihn, ja. Okay. Aber genug geredet. Ihr kennt die Mission. Und über den Tempel können wir uns immer noch unterhalten, wenn wir dort sind. Erst einmal müssen wir den Siegelstein zum Öffnen des Tores finden. Und ich habe eine Vermutung, wo er sich befindet. Gut. Sobald wie möglich. Josef ist bereits nach Nebelheim gereist. Und ihr solltet das auch tun. Ich treffe euch dann dort. Sind das nun schon vollendete Tatsachen oder was? Es ist der einzige Weg. Es tut mir leid, Natara. Jetzt Schluss damit. Die Konferenz ist beendet. Prophetin, gebt alles. Findet heraus, warum die Nebelwesen hier sind. Machen wir. Das erinnert mich total an Mass Effect. Das ist extrem. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich extrem. Dass dich alles an Mass Effect erinnert. Ich würde sagen, ich hole mir noch, einen Schmied möchte ich mir jetzt eigentlich nichts mehr holen. Wohl, wie viel habe ich denn noch? Ich würde gerne ein bisschen mehr noch in der Handwerkskunst und in der Zauberung reinsetzen. Ich habe nur 4 Handwerkspunkte. Da kann ich so viel noch in die Handwerkskunst und in die Verzauberung einsetzen. Ja, komm. Ich hole mir noch mal 2 Bücher. Und dann noch was, eine leichte Rüstung oder so. Wir haben noch genügend. Hey, bleib hier. Natürlich. Ja. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, so. Wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Nein. Ich möchte nur wissen, was meine Handwerkskunst. Okay. 2 Bücher. Hast du auch noch was für leichte Rüstung? Leichte Rüstung ist... Ja, wir haben nicht genügend Groschen. Schreitet wohl. Ist einfach alles zu teuer. Ich kann noch nicht mal genügend... Ich habe noch nicht mal genügend Geld, um die ganzen Bücher zu kaufen, um Upgrades zu holen. Hallo. Bleibst du wohl hier? Gerne doch. So. Verzauberung, da, Gesellenbuch, oder? So, und Gesellenbuch, Entropie, ja. Kann ich nicht mehr. Gut, gut. Schreitet wohl. Ja. Das ist eigentlich dieses, Rhetorik. Rhetorik? Ja, okay. Rhetorik hätte ich auch noch ein bisschen was nehmen sollen. So. Verzauberung erhöht, Handwerkskunst erhöht. Gut, gut. Ist ja gut. So. Hast du eigentlich schon diese neue nirimesische Magierin gesehen? Hegast, oder wie sie heißt. Ich habe sie gehört, ja. Das ist doch die Stark-Frau, oder? Ja, sieht so aus. Aber sie kommt aus Ostian, okay. So wie dieser Funkenschlag und der Kohlemann. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen in Nebel, nach Nebel... Ach, wir waren doch gerade in Nebelhain. Miradenturm. Wir waren doch gerade in Nebelheim.